Servus Burschen, wir sind heute wieder back. Heute nach langer Zeit einmal wieder ein ganz spezielles Video, Mario, gell? Ich habe heute meinen Cousin Mario Hofstadler auch mit dabei. Wir sind bei ihm vor Ort. Ich bin reingefahren in die schöne Steiermark. Hab in roten Rennoverall schon an, was normal der Taxi mal hat bei den Testfahrten. Ich bin aber heute da, dass ich mich nicht anbotze, gell? Ja, wir werden ein wenig schaffen, ne? Genau. Mario und ich fangen schon mal an. Ewald Holzer kommt dann auch nachher. Wir bauen heute den legendären 50 Kubik Rennmotor in Ewald sein Renngerät ein. Das steht schon da hinten. Wir haben sie festgekriegt. Nach der Testaktion, was wir da gehabt haben, wäre die schnellste Großmaxi im Land, gell? Haben einige Videokonferenzen gefolgt und wir haben sie auf Ewald sein Maxi verständigt, alle gemeinsam, dass wir das nehmen werden für das 5-Stunden-Rennen in Landschach. Und wir haben heute einiges vor, Mario, gell? Ich drehe mal die Kamera um. Mhm. Was haben wir da heute vor? Dann werden wir da halt reinmachen, ne? Ja. Das ist ein Mikrokopf. Den kennen nicht die meisten, da hat ein eigenes Video mal dazu geben, wie wir den ausgebaut haben. Der wird da eingebaut in das schöne Renngerät. Wir haben schon festgestellt, Mario, schätzungsweise, wie viel Kilo hat, glaubst du, nur das Gestell? Da darf ich sicher nichts sagen. Und da ist der Ewald gesehen. Ja. Ich darf sicher nichts sagen, ich weiß es gar nicht. Aber was weiß ich? Schweiß nicht, gell? Da haben wir also, wie gesagt, den schnellen 50 Kubik Rennmotor. Da ist verbaut ein 50 Kubik Antennazylinder mit GME-Einlass, gell? Kreidler Zylinderkopf, gerade verzahntes Getriebe, gelochter Korb vom MBR mit KTM-Kupplung. Und mit dem werden wir das 5-Stunden-Rennen in Landschaft bestreiten, gell, und hoffentlich gewinnen, wenn alles gut geht. Ja, sag ich ja. So wie du sagst. Okay, jawohl. Da zeige ich euch noch schnell den Auspuff, was wir gleich mal als erstes probieren werden. Der Ewald hat einen Auspuff für seinen 70-Kubik-Zylinder, der Rondermotor drauf gehabt und den werden wir gleich mal als erstes probieren, weil der ohne viel anpassen gleich mal passt. Und wenn es mit dem gut geht, werden wir sich für den gleich entscheiden, glaube ich. Gell? So war halt der Plan, sonst müsste man den gemoserten Hund vielleicht probieren. Dann probieren wir gar nicht. Das probieren wir nicht. Ja. Luftfiltervergaser liegt auch da, da überlegen wir, ob wir den IAME-Card-Luftfilter nehmen, gell, vielleicht. Das schauen wir sich dann also ein an. Ja, zuerst noch den Sound auslassen. Zügig. Da ist noch von der Rennstuhl direkt rein. Gut, passt. Alles. Ja. Wie wir da zusammenkommen mit den Trimmer, das müssen wir uns anschauen. Ja, okay. Can never die, got a lit spirit. Billy on my mind, at 9 digits. Cheated one easy, now we no limit. Bitch, I did the time, this is not a gimmick. Clocked in 10,000 hours, peaking Super Saiyan power. Making dough in my tower, kitchen got a lot of flour. Just got out my cold shower, peck a big bowl of sour. Smoked my own brand of flour, looked down and waved to all the doubters. Hello, bitch. If you think you've got advice for me, keep it to yourself, these bitches all think they so tight with me. Shit, please tell me what you did. And I'm not talking about 500k likes on your pic, bitch. Y'all stay stressed about exterior. Hot girl, but her brain's inferior. Woke bitch and my heart's superior. Flow sick, iller than bacteria, serious. I kill a bat so period. Der Motor ist drinnen. Du hast schon mal zu recorden, gell? Auspuff von Ewald sein der Ronda-Zylinder. Da habe ich Maxi Factory eine kurze SMS geschrieben. Er glaubt, es könnte sogar funktionieren mit dem Auspuff. Aber ob er passt. Und zwar alles nicht aus. Nein. Wir stecken sogar bei einem Zylinder an oder auch runter. Und dann. Wenn ich drehe. Nein, leite mich auf, ich schlafe und funktioniert das diesmal nichts. Leider nicht. Schon aber ist ja ein Flansch drauf, unten noch nicht, gell? Hm? Ja, eigentlich Hauptproblem ist beim Zylinder anstecken. Beim Kopf? Mhm. Der hat einen ganz glatt zugebaut zu seinem Zylinder. Und der Zylinder ist kleiner wie unsere alle. Ja. Deswegen passt der eigentlich überhaupt nirgends drauf. Also das ist einmal, jetzt wissen wir schon mal Bescheid.
dass das jetzt nicht einfach nur zum Aufbauen ist. Der Auspuff haben wir in Hülle und Fülle da. Das ist der Auspuff. Ewald ist auch ein bisschen getroffen, oder? Der ist cool. Der wird noch. Der wird noch, nein, das ist der, was einmal ursprünglich für den Motor gedacht wird, aber wir haben den Dein gerade zugehalten. Der Zeug sagt, sollte funktionieren. Das ist ja voll schön. Gefällt mir. Der ist ja deinem ähnlich. Das ist ja direkt schöner wie deiner eigentlich, wenn ich mir das Würstel und das Stau schaue. Oben vom Bauch her ist er am ähnlichsten. Das ist besser. Schau dir das an. Das ist eine große Flansche. Da wird gearbeitet auf alle Ecken und Enden. Ewald schraubt schon einen Vergaser drauf, einmal so grob. Mario Draht da, wie er will. Bill, was braucht man denn? Ja. Mann, das ist gespürt. Bist du deppert? Was ist denn da los? Was ist denn da los, hey? Was ist denn da los? Das rote Eisenrohr, nicht von vorher. Das rote Eisenrohr von vorher. Ist jetzt plötzlich ausgefallen schon. So können wir nicht, weil. Ja. Ja, so kommt die Lehm auf Bord, glaube ich. Glaube ich. In der Bord. Nein. Scheint so. Das werden wir jetzt sehen. Ich nehme jetzt mal die Länge da. Du tust jetzt. Da steigen wir beim Zylinder, da müssen wir beim Zylinder wegschleifen. Die Rippen. Da haben wir echt weg. Was ist da haben wir da? Ja, wir haben wir. Was ist da mit deinem Loch im Auspuff? Auspuff ist drauf, Ewald, was sagst du? Sehr gut, ja. Sehr gut, ja? Mhm. Der Jens Lehmann weg ist auch da. Ich halte den machen und dann ist das sehr schön. Oh, doch, so ein Bein. Das schaut wirklich nicht schlecht aus, ja? Gertje, hast du einen Auspuff vor mir gekauft? Ja. Das heißt, du auch so gut und schrauben kannst. Ja. 0,56. Das ist das Moment. Bei Ewald ist schon die Decken gegangen. Geh durch die Decken. Ist Zeit, den ersten Start, oder wie? Du startest zu den Motoren da. Ja. Warte noch, bis der Ewald eingefadelt hat, weil nicht, dass das Gas gleich hängen bleibt einmal. Das war so ein Klassiker. Der Ansteller haben wir auch keinen Aufgang, gell? Ist das der Ansteller, der Rodi Ewald? Das ist für Gas, ja. Das ist der Ansteller? Rodi da, der Herr? Rodi, der Rodi? Das müssen wir da Adapter machen, gell? Ja, das könnte sein, ja. Ja, ja. Gut, ist vielleicht. Die Nummer 2, Mario! Bitte? Die Nummer 2. Das heißt? Tag Nummer 2. Achso, ja, ich bin da. Es war Englisch und Italienisch und alles zusammen. Es war gestern ganz schön spät eigentlich. Ja. Englisch, Italienisch, alles miteinander, dass man heute fast da eigentlich zu. Genau, Englisch, Italienisch und jetzt kommt der römische Traum, hast du gesagt, nicht? Im Radio. Genau. Okay. Du weißt, einspielen, wenn die Kamera wieder aus ist, weil sonst kann das Video nicht verwenden. Ja, genau. Ja, ja, wir haben gestern noch gestartet, das habe ich sogar aufgenommen von der Weiden. Da bin ich gesessen, da Herr Römer. Ja, ja, ja. Okay. Und verdeckt. Und jetzt heute machen wir mal kurz die erste Probefahrt, bevor es dann in den Wald zur Testfahrt geht, oder? Das müssen wir noch besprechen, ob wir nicht machen. Okay. Was glaubst du, wie das ausschaut und nachher? Das ist klar. Aber nur. Das ist wild. Das
Ich weiß nicht, ob das die Stelle sein wird. Jetzt gleich einmal. So, also wie gesagt, der Endtop von Mario hat nachher gepasst. Den haben wir da angepasst auf Ewald seinen Auspuff vom Baranda Motor. Gell? Mhm. Cool. Dann haben wir da unten einen Planschspalt, gell Mario, du? Zweimal. Zwei wir machen müssen, weil der erste ja. Hat zum Meister nicht gepasst. Genau, sie ist dann schwer angesprungen, wir haben dann aber rausgefunden, dass der Auspuff beim Zylinder da ein wenig steht und deshalb nicht ganz aufliegt, der Ausgestutzen eigentlich. Auch nicht der Ausgestutzen, der Plansch eigentlich, ne? Der Krümmer. Ja, der Auspuff ist ein wenig angestanden. Ja. Was war denn noch? Der Schrauben war zu lang. Genau. Schrauben war zu lang. Selektra-Zündung haben wir auch noch aufgebaut. Das passt auch unter die Verkleidung rein, da alles das Luftfiltersystem, was wir damals gehabt haben. Also ich würde sagen, da steht nichts mehr im Wege. Ja, und dann Anreise müssen wir noch irgendwie schauen, dann die Sitzbank werden wir jetzt gleich dann aufmachen. Ja. Ich glaube, wir machen das Ganze einfach jetzt startbereit, oder? Genau. Wir haben 2 Kubik drin, sagen sie dann. Ja, das geht schon. Das ist Standard. Ja, das ist ein Schüsskanzig. Ja, ich weiß nicht, ja, komplett. Ich denke, es ringt nämlich wieder mal. Ist ja wurscht. Das macht dir richtig Spaß. Aber probieren, Ewald, muss das trotzdem jetzt gleich einmal. Oh ja. War es dem Jahr davor und lag bei 500 zu Gast bei Erdmeer. Das waren die Nachrichten. Tom Brandenberg. Und jetzt zum Wetter. Schau mal eins an. Häufig Regen und ganz vereinzelt im Osten Sonnenfenster erwarten uns heute noch. Auch im Gewitter ist die möglich. Derzeit blitzt hoch. Alter, das ist schon wieder so geil. Geht's? Das holst nicht aus die Strecke. Du bist nix schier, Gatsche. Also das Moped jetzt. Gut geil. Aber schnell, wir müssen uns haben.
dazu. Und dann messen wir dazu, gell? Ja, ja. Gut. Aber ich habe ja gut 12er. Ja, warte, jetzt probieren wir mal. Wir sind schwerer. Ja, ja. Was? Ich mal, das könnte der Magda mal gerade checken. Wir sind ziemlich gleich schwer. Ja. Und der erste leichter und der Tag ist schwerer. Also. Ja, das stimmt. Alter, voll geil, Marker. Marker. Was sagst du? Also eigentlich. Kombination Motor und das Gestell. Das ist der Hagel einmal vorerst runter machen. Es ist eigentlich alles super. Bis auf die Verdrahte, die Bremsen ist eigentlich. Ja. Für mich momentan ein wenig schwierig. Ja, auf das müssen wir sich gewöhnen. Halt, oder? Ja, muss man, weiß ich nicht. Sonst, hey. Eigentlich für. Es geht immer besser. Ich muss ehrlich sagen, zuerst hat das mit der Kupplung rutscht ein wenig zu, glaube ich, oder was? Aber das jutiert sich gerade noch und wird immer geiler. Ja, ja, so ist es, weil es warm wird, das ist eh klar, ne? Was greift es dann? Dann greift zur Spur vorher. Gut eigentlich. Dann passt es wahrscheinlich, ne? Ja. Warte, jetzt fangen Sie das Ring an, zählt. Perfetto. Scheiße. Was ist los, Scheiße? Angerissen. Und wir waren schon 5 Stunden ohne Kursflüge gefahren. Ja. Schon so, ja. Ich glaube, ich liebe Fetzen, das passt. Ja. Also, da haben wir 13, ja, wir können nicht nur 13, ne? Also, wir sind es sind nicht viel zu kurz. Viel zu kurz. Ja, haben wir auch doch da auf. Und höchstwahrscheinlich für die anderen dann auch. Ja. Das Trottel vergiss ich die Stiefel, ich muss das auch nicht rein haben. Es war aber eine gute Zeit geworden. Sonst hätte ich gesagt, wenn es schneit, aber du siehst das nicht selber eigentlich. Ich bin da jetzt auch auf dem Malprodukt, aber es ist so um die 31er, hätte ich gesagt. Der 30er hast du auch ein bisschen dabei. Konstant ist so die 31. Das passt dir perfekt. Da hat es schon die Dinge. Probieren, es gescheit. Mario, Testwochenende sozusagen beendet, oder? Ja. Wir nehmen jetzt einmal ein Outro auf für die Leute, die sagen, gell? Ja.
Das war erfolgreich. Wir haben den Motor einbauen, Auspuff anpassen. Ich wollte sagen, Auspuff hat gleich passt eigentlich, kann man sagen, gell? Das hätte ich nicht so gesagt. Nein, ich meine nicht so vom Funktionieren, von der, was der von der Funktionsweise, ja, gut, ja. Ich habe mir schon gesagt, wenn man aus Fülle mehrere Teile, was funktionieren, was zusammenstoppelt, kann es eigentlich schwer 100% erreichen, aber ich würde sagen, das haben wir auch. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Und das war auch eigentlich so auch der kleinere Aufwand von allen, ja, das machen, gell? Ja. Und? Es ist, glaube ich, eine ganz super Lösung rausgekommen, was wir da haben, gell? Ja, das Gerät wird getestet auf Herz und Nieren. Genau. Und es schaut eigentlich nicht schlecht aus. Es schaut sehr gut aus, wir sind sehr zuversichtlich. Es gibt natürlich noch eine Generalinspektion und einmal komplett drüber arbeiten, mit einbiegen und so weiter. Ja. Und dann, glaube ich, sind wir bereit für Lancia. Wir fahren das erste Juni-Wochenende, nämlich das Rennen in Lancia. Alle, was aus der Nähe sind, können uns besuchen, kommen, Mario, oder? Gern. Freuen wir sich drüber. Wer hat die Stiefel an und wenn er mal die Stiefel an hat, dann muss er fahren. Aber ich sag die Rundenzeiten, Ewald, also deine, meine, Ewald seine sind alle ziemlich nah beieinander. Fahrerisch sind wir sehr, sehr gut aufgestückt. Fahrerisch sind wir sicher. Ja. Also am fahrerischen kann es, glaube ich, nicht scheitern. Das glaube ich nicht. Genau. Es kann nur die Technik. Könnte uns. Ja, 5 Stunden sind lang, gell? 5 Stunden sind lang? Ja. Ja. Natürlich, wir können sich ein paar Plan B werden wir sich auch richten. Das heißt, für Notfälle ein bisschen rüsten. Ja. Weil 5 Stunden ist ja wirklich lang und da kann man auch was reparieren, wenn es ist, gell? Genau, ja. Ja, bei 5 Stunden ist es wieder anders als bei 3 Stunden. Bei 3 Stunden in Münchner hat eigentlich immer funktionieren müssen, gell? Komplett, da war nicht viel als Tankstopp und Friedensschmieren drinnen, aber 5 Stunden ist wieder. Ja, ich wünsche dafür auch die Konkurrenz. Ja. Der, was keine Probleme hat, der ist tödlich. Ja, somit würde ich sagen, beendet man das Video, gell? Es war ein sehr geiles Wochenende. Mhm. Ich fand es auch, mal mega lässig. Spaß gemacht, war hardcore alles, aber... Genau. Gehört dazu, gell? Ich bin wieder gut geschlafen, da war, weil mir was gefreut hat und weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt ist endlich der Rennstress ein bisschen wieder da. Am besten schlafen habe ich noch. Ja. Ja. Und das war deswegen, weil wir um 3 in der Früh... diesen Start gemacht. Ne? Ja. Vorher, das war nicht gar so vielversprechend, das war komisch und hat gar nicht gepasst. Dann haben wir noch ein paar Dinge gemacht, Marco hat es eh schon erwähnt, und dann hat sich das alles so angehört, wie es sein soll. Gell? Genau. Und dann sind wir liegen gegangen. Mit dem Gefühl sind wir schlafen gegangen, meine Hand fängt schon zu an. Ich beende das Video, wir freuen sich, wenn uns alle vorbeischaut. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Videos vom Ewald, bis zum nächsten Mal, für dein. So, Ewald, du hast endlich trennen können. 29,7. Ja, geil. Jetzt alle innerhalb von, kann man sagen, 6 Zehntel. Das ist sehr schnell. Danke. Ja. Noch was verabschiedende Worte, Ewald. Wie hat's dir gedacht? Ah, cool. War wieder ein lästiger Trainingstag. Ja. 50 Kubik probiert für das nächste Mal, für das nächste Rennen. Ja. Total geil. Und jetzt habe ich eine Zeit ein bisschen hinbraut. Ja, sehr gut. Das war die vorher auch schon eine gute Zeit. Ich komme immer mehr. Ja. Ich fällt halt einfach die Runden, was man trainieren muss, das fällt mir ein bisschen. Aber sonst bin ich mit der Zeit, was ich jetzt gefahren bin, bin ich zufrieden. Jawohl. Also alle in Landschaft vorbeischauen, ist orange eine legendäre Maxi vom Ewald, was letztes Jahr schon alle bewundert haben im Video. Wir hatten vor Ort mit 50 Kubik Rennmotor, dass sie alle nochmal auskennen. Das waren 50 Kubik. Bis zum nächsten Mal. Winkt es noch in die Kamera, wie immer, wenn wir alle benannt sind. Hey.